Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Destiny Video bei mir auf dem Kanal. Und heute erkläre ich euch den Challenge Mode von Crota von dem neuen Update von Age of Triumph, denn da ist ja der Crota Raid auf 390 rausgekommen. Eigentlich ist dieser Challenge nicht wirklich schwierig, beziehungsweise ist nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Die einzige Mechanik, die ihr beachten müsst, ist, bei dieser Challenge darf nur immer ein Schwertträger nacheinander drangehen. Das bedeutet, jetzt zum Beispiel, wenn Spieler 1 das Schwert hat, darf er dies nicht fallen lassen, beziehungsweise, ja, wie er das damals gehabt hat beim Jäger, dass er sich dann unsichtbar gemacht hat, bei Crota einfach daneben gestanden ist und ja, wieder weiter draufgeschlagen hat. Man muss das Schwert einmal aufnehmen und das war es. Also schießt den ersten Schwertträger down, dann ist der eben down, ihr holt euch das Schwert, geht rauf, wartet ein bisschen, dann geht ihr zu Crota drauf, macht Schläge auf ihn, geht wieder zurück auf eine safe Position, entweder links oder rechts von seiner Plattform und dann geht ihr wieder drauf. Das einzige noch dazu bei dieser Challenge ist, dass wenn er nämlich das erste Mal dann wieder downgeschlagen wurde und aufsteht, beschwört er gleich eine Überseele. Jetzt erkläre ich euch einmal unsere Taktik, die wir eben gestern gemacht haben bei dieser Challenge. Wir haben gehabt zwei Schwerträger. Das waren eben erstens ich und zweitens Nexus. Wir haben es immer so gemacht, dass wir, wenn wir den Schwertträger down gemacht haben, kurz noch gewartet haben, zum Beispiel, keine Ahnung, verschiedene Leibeige noch kurz getötet haben mit dem Schwert, damit sich eben die Super von dem Schwert schneller auflädt. Dann sind wir rechts, beziehungsweise ich bin rechts eben hier in dem Video, raufgegangen auf die Steine und dort habe ich mich kurz hingehockt und habe dann gesagt, Schuss, dann schießen die. Ich bin raufgesprungen auf Crota seine Plattform, habe ihm drei Schläge eben gegeben. Dann bin ich wieder zurück auf die Safe-Position. Währenddessen ist die Überseele aktiv. Und jetzt müsst ihr aufpassen als Spieler, die hinten sind. Ihr dürft nicht zuerst auf die Überseele schießen, sondern wenn der Schwertträger sagt noch einmal Schuss, schießt ihr zuerst mit dem Yallohorn auf Crota und dann schießt ihr erst auf die Überseele. Also hier im Hintergrund habe ich jetzt zum Beispiel beim zweiten Mal eben Schuss gesagt. Dann sind die Raketen geflogen, währenddessen haben die anderen auf die Überseele geschossen und ich habe dann wieder drei Schläge gemacht und einen Superschlag. Das ist das Wichtige, eben wenn ihr zwei Runden machen wollt, so wie wir es gemacht haben, dann müsst ihr eben drei Schläge beim ersten machen, drei Schläge beim zweiten Mal und wenn der dritte Schlag eben vollzogen wurde, drückt ihr schnell L1 und L2 und macht dann schnell vom Schwert die Super drauf, dann habt ihr nämlich alle Schläge eben, die ihr machen könnt in dieser Runde, vollzogen. Das heißt eben, dass ihr die Hälfte von Crota sein Leben abgezogen habt. Deswegen funktioniert diese zwei Schwerträger Strategie sehr gut. Und da eben die Challenge bei diesem Mal aktiv ist, müsst ihr eben einen anderen Schwerträger jetzt auswählen, das war in dem Fall Nexus. Hierbei habe ich wieder geholfen, eben Nils den ersten Schwertträger eben down zu machen. Dann hat er das Schwert, hier da ebenfalls wieder ein paar, ja, Leibeigene getötet. Dann ist er raufgesprungen, er hat gesagt Schuss, dann haben wir drauf geschossen, Crota ist down gegangen. Er hat drei eben Schläge gemacht auf Crota selbst. Dann ist er zurück auf die Safe-Plattform, währenddessen ist wieder die Überseele gespawnt, dann schießen wir mit dem Yallohorn wieder auf Crota und dann erst auf die Überseele. Ich hoffe, im Video könnt ihr das hier gut eben sehen, wie wir das gemacht haben. Eben schießen auf Crota, drei Schläge, nochmal schießen auf Crota, drei Schläge und super und dann erst die Überseele machen. Die Überseele solltet ihr ganz locker einfach down machen, es reicht glaube ich auch, wenn nur vier Spieler drauf schießen. Ich empfehle hier eben eine Sniper eben mit Mulligan. Weil hier zählt eben ja die Überseele nicht als Gegner, deswegen kommt da immer wieder eine Kugel zurück, glaube ich. So funktioniert das Perk. Oder eben die Raid-Waffe von Zordon Maschine. Dort ist es nämlich, wenn ihr dann drei Schüsse abgegeben habt und nachladen müsst, dann könnt ihr eben einen vierten schneller reintun und ihr habt einen Schuss mehr dafür. Ich würde euch immer empfehlen, mit der Sniper eben die Schüsse drauf, die ihr im Magazin habt und dann schnell auf die Primär wechseln. Dann sollte es einfach locker gehen, wenn die Überseele eben dann zurückgedrängt ist. Mein Loadout wie folgt war eben Stahlmedulla als Primär, als Impulsgewehr, dann die Sniper eben auch von Sondermaschine und die Schwere, natürlich die Yallohorn. Ist die beste Waffe eben hier für Crota. Ich hoffe, ich habe das so halbwegs gut erklärt, eben diese Crota Challenge. Noch einmal zusammengefasst, es darf in der Challenge immer nur einer nach dem anderen das Schwert aufheben. Doppelt das Schwert aufheben geht nicht, dann ist die Challenge abgebrochen. Da steht aber auch links unten dann im Bildschirm, eben wenn die Challenge nicht mehr aktiv ist. So, okay, das war's schon wieder mit dem Video von mir. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat und abonniert für mehr Destiny-Videos. Danke, ciao und tschüss, euer Jasex.